Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder eine ganz klassische Minecraft-Puzzle-Map. Und zwar bin ich in dieser kleinen Lobby gestartet. A Puzzle-Map about Rooms. Also es gibt anscheinend hier verschiedene Räume. Und ich habe hier einfach Schwebekraft bekommen. Minecraft-Sounds sind an, wie hier steht. Ich kann gleich mal den Knopf drücken. Okay, Räume. Eine Map über Räume steht da. Und ich habe das Räumebuch bekommen. Ah, und jetzt kann ich hier, das geht weg. Einfach so darüber. Viel Glück. Danke. Ist schon mal ein nicer Start. Endlich mal wieder eine Puzzle-Map seit langem, also habe ich echt schon seit ein paar Wochen, glaube ich, nicht mehr gespielt. Und falls ihr schon mal mehr davon sehen wollt, Leute, jetzt mal gerne alle liken, aktiviert die Glocke und lasst gerne ein Abo da, würde mich freuen. Wo soll ich als erstes hinspringen? Hier rein? Ach, das ist ein Easter Egg. Das ist aber kein schwieriges Easter Egg, wenn man so anschaut. So, es geht hier runter. Und da ist ein Hebel. Wow, der kann auf weißen Beton platziert werden. Ach, da ist der, da direkt. Hat sich, oh, und das fährt auf wiederum. Also in der Puzzle Map muss man halt immer überlegen, was Sinn der Sache ist, was man als nächstes machen muss. Okay, die Reise beginnt ab hier. Ich brauche einen Braustand. Und der ist da vorne. So, steht hier auf der Flasche drauf. Der hat keine Effekte. Ein Braustand. Und da ist noch was. Oh, da geht sogar. Ah, ja, den Schneetrick, den kenne ich natürlich zum Glück. Da kann man einfach so easy mit Sneaken runter. Und ich habe automatisch einen Bogen bekommen. Und muss ich das hier treffen? Jawohl, ich glaube mal, ich habe sogar nur einen Pfeil übrig gehabt. Habe ich irgendwas damit geöffnet? Ah, die Kiste. Die war, glaube ich, mal vorher rot oder mit roten Blöcken rum. Nochmal ein Hebel. Der kann auf Concrete Powder platziert werden, grau. Und dann müsste, denke ich mal, das aufgehen. Also hier geht's weiter. Und da steht Black 1, Gray 2, Light Gray 3... Was hat das damit auf sich? Ah, das sind die verschiedenen Sprünge. Moment. Schwarz ist 1. Ach, muss ich da vielleicht... Ah, da muss ich, glaube ich mal, dass ich da irgendwie hoch kann, muss ich hier so einen Jump'n'Run machen. Nämlich, dann muss ich bei, genau, schwarz anfangen, dann grau, dann hellgrau. So, einmal hier drauf, dann da, auf das hellgraue, das weiße Powder und auf das schwarze Powder. Die Sache ist jetzt... Was kann ich damit machen? Kann ich hier hoch? Oder kann ich auf den Block? Oder kann ich sogar echt drauf? Die Sache ist... Ah, hier geht's dann rüber. Nice, das... Ich hab gesneakt. Ich bin auf einmal wieder runter. Da ist jedenfalls noch ein Easter Egg. Ich dachte, vielleicht komme ich auch da von da oben nur da rein. Aber jetzt muss ich es nochmal neu machen. Wieder da hoch. Das ist irgendwie so komisch, wie ich mich hier so festhalten kann. Das sind unsichtbare Ranken für... Ja, genau, jetzt bin ich wieder hier. Warum... Ach, doch, Schwebekraft bekomme ich hier. Okay, das heißt, ja, somit kann ich einfach rüber. Das waren natürlich keine Ranken oder so. Nur es hat sich so angefühlt, weil ich an der Wand gesneakt bin. Okay, das geht ja eigentlich auch gar nicht. Die werden unsichtbar. So, dann geht's hier runter. Oh, das gibt mir Schnelligkeit. Das hier gibt mir auch wieder Schwebekraft. Nee, das möchte ich noch nicht. Da ist eine Leiter. Grauen Concrete. Grau. Hier, nee, das ist kein Concrete. Da stehen sogar die Effekte da drin in dem Buch, was ich am Anfang bekommen habe. Glaub mal, jetzt kann ich wieder... Ja, ich musste einfach nur die Leiter holen. Das ist, glaube ich mal... Ah, hier muss ich es drauf machen. So. Weil sonst komme ich da nicht hoch. Ich platziere es einfach mal so, da drauf. Ich hoffe mal, das ist richtig. Ja, so habe ich es geschafft. Da ist nämlich die Leiter schon dran. Ist echt nice aufgebaut. Aber den Sprung habe ich gefehlt. Jawohl, endlich. Und da kann ich noch nicht mal hoch. Ich muss nämlich von hier den Knopf drücken. Und jetzt hat sich der Raum aufgefahren. Es geht halt immer weiter. So, nämlich habe ich jetzt hier einen Stick. Oder kann ich damit abbauen? Ja, ja, klar, kann ich damit abbauen. Das ist das hier. Okay, da muss ich anscheinend rein. So, hier gibt es vielleicht wieder ein Easter Egg. Ich bekomme aber auch schon gleich keine Luft mehr. Wie riesig ist der Raum? Okay, komm. Schnell hier weiter. Oh, oh, da ist die Kiste. Und da ist ein Knopf. Den Raum habe ich mir noch nicht mal genau angeschaut. Okay, da bin ich überall lang geschwommen. Und der kann auf Diorit platziert werden. Der ist doch. Den habe ich mir gemerkt. Und der Diorit ist nämlich hier. Macht das irgendwas auf? Ja, in den nächsten Raum komme ich. Wie viele Räume es hier einfach gibt. Eine Map mit 1000 Räumen. Hier ist es schon mal kein Gemälde. Ich muss in jedes halt probieren reinzuspringen. Oh, ja, nämlich okay. Es ist einfach eine Stufe nach oben. Und nochmal ein Knopf. Black Concrete Powder. Oh, sogar noch mit Falltüren.
Das ist ja mies. Das heißt, man, es gibt nur eine kleine Lücke. Hätte ich die auch abbauen können? Ja. Und da überall ist nichts mehr natürlich. Wow, nicht gecheatet. Habe ich zum Glück auch so rausgefunden. Und Black Concrete ist nochmal, das ist der hier. Da öffnet sich bestimmt der Raum. Oh, dann gibt es auch noch das Nether. Also wo gibt es hier das nächste Secret? Ach, da ist eine Kiste, ein Easter Egg. Ah, da unten ist auch noch was. Oh, ein weiterer Knopf. Das ist ein richtiges Secret. Und Moment, geht's da? Da geht's sogar weiter. Nee. Oh, oh. Jetzt bin ich hier drin gefangen. Und der Knopf macht den Netherraum auf. Oh, wow. Ist da was drin? Ich glaube mal, ich werde jetzt gleich auf jeden Fall brennen. Aber ich bekomme zum Glück keinen Schaden. Das ist immerhin... ist ganz angenehm, dass man hier nicht stirbt. Goldene Schaufel. Einen roten Sand zerbrechen, der da ist. Den sehe ich doch direkt. Nee, das ist kein roter Sand. Nee, ach, na klar, der hier. Und da ist ein weiterer Knopf. Jetzt brenne ich aber normal. Oh, die nächste Tür öffnet sich. Dann habe ich hier eine Schalkerkiste. Stone Button. Den kann ich wiederum hier drauf platzieren. Der nächste Raum öffnet sich. Und hier auf dem komischen Teil. Was ist das denn? Ist es eine Alge? Nee, ich erkenne es gar nicht. Da steht, ich brauche ein... ah, ein Fass. Das mache ich da rein. Aber es passiert nichts. Hier habe ich sogar Doppelsprung. Ach nee, okay. Das gibt mir natürlich hier die Effekte. Ich muss jetzt irgendwie noch... ah, vielleicht kann ich ja. Wenn ich da durchlaufe. In den Raum. Nee, dafür reicht mir die Zeit nicht. Doch, ich glaube mal, das könnte sogar hinhauen. So, komm schon. Hier drauf. Und da rein. Es hat geklappt. Da ist eine Blume. Muss ich denn da irgendwie mit denen was anstellen? Da rein. Oh. Aber ich habe jetzt die eine Blume leider schon weggeschmissen. Ah, und der Raum hat sich dafür aber auch geöffnet. Da muss es was drin sein. Da muss was drin sein. Nochmal ein Easter Egg. 3 oder 4 Stück habe ich jetzt schon. Spitzhacke. Kann nochmal was abbauen. Dann kann ich... was kann ich damit abbauen? Terrakotta. Oh, da oben sind ganz viele Hebel. Kann ich davon einen drücken? Hier schon? Aber ich kann... ja. Ich kann ja da hochspringen. Okay, komm. Alle erstmal drücken. Jetzt lege ich nochmal alle in die andere Seite um. Nutzlos. Ach klar, vielleicht hat sich doch der Raum da unten schon geöffnet, auch schon längst. Und ist wieder zugegangen, aber das kann ich eigentlich nicht glauben. Ach, hier sind die Blöcke natürlich, klar. Wie konnte ich die übersehen? Und in dem Raum war ich noch gar nicht. Muss ich jetzt jeden Block abbauen? Ganz hinten muss es ja was sein. Ja, da ist nämlich nochmal ein Knopf. Und wenn ich den drücke, was steht denn da überhaupt drauf? Öffnet sich bestimmt der Raum. Ich habe wieder was anderes bekommen. Oh. Ach, hier bekommt man Bogen. Oh. Ja, jetzt ist mir klar geworden, was ich gedroppt bekommen habe. Ja. Oh. Nice. Der Block ist weg. Ah, das war nur ein Easter Egg. Oder ich kann... das ist mir natürlich klar, das Secret hier durch. Und dann ist hier nochmal eine Spitzhacke. So, grauer, ein grauer Block kann ich diesmal abbauen. Wie viele Easter Eggs mittlerweile schon? Aber wo gibt es hier graue Terrakotta-Blöcke? Moment, ich kann natürlich noch, ja, hier nach oben. Und da ist der Block. Schön abbauen. Nochmal einen Knopf drücken. Der Raum öffnet sich. So, die andere Spitzhacke brauche ich wieder. Und ich glaube mal, hier bin ich GG im Endraum. Wie krass die Lobby, die Endlobby auch nochmal aussieht. Ich habe einfach die Map beendet. Heftig. Und ich glaube mal, ja, die war echt riesig, wenn man sich die hier von oben anschaut. Noch nicht mal so, wie ich gedacht habe. Aber so viele unterschiedliche coole Räume. Also das war doch mal echt eine richtig coole, ja, Puzzle-Map. Mit vielen unterschiedlichen Räumen. Also ist dem Ersteller echt gelungen. Hier auch die Endlobby mit den vielen Items. Und Leute, falls ihr schon mal mehr davon sehen wollt, jetzt mal gerne alle liken. Lasst auch gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns ansonsten morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.